Ja, damit herzlich willkommen zu Orient the Blind Forest. Nicht wundern, wieso ich jetzt nicht das vorgelesen habe. Ich werde das so oder so nicht vorlesen, weil sonst vielleicht zerstöre ich so irgendwie die Umgebung, die Natur und so. Aber ich werde jetzt nicht gleich noch viel reden, weil ich will, dass ihr das alles noch ein bisschen genießt. Dann, wenn es wirklich startet, dann kann ich wieder anfangen zu reden. Also bis gleich.
Und damit herzlich willkommen jetzt hauptsächlich wirklich zu meinem neuen Projekt, nämlich Ori in the Blind Forest. Wir spielen hier den kleinen süßen Fratz Ori, der natürlich von dem Baum wiederbelebt geworden ist oder so. Auf jeden Fall, kurz zur Sache, weshalb das Projekt kommt. Das Projekt wollte ich schon seit Anfang meines Kanals hochladen. Ich hatte es schon auf meinen Laptop runtergeladen, habe es aber nie gespielt. Und ich habe mir so mal jetzt gedacht, so, irgendwann muss ich das Spiel bringen. Weil ich finde das Spiel so toll von der Musik her, vom Spiel her, überhaupt eigentlich allem. Es flasht mich schon. Und überhaupt, ihr hört ja die Musik, wie wunderschön die ist. Also, deswegen wollte ich euch auch nicht alles jetzt vermiesen und alles nochmal vorlesen und so. Deswegen habe ich euch das alles anhören lassen. Und jetzt, wo ich ja den PC habe, ist es von der Grafik auch noch viel schöner. Und es ist halt alles viel, viel, viel schöner als sonst. Keine Ahnung, auf dem Laptop wäre es, glaube ich, nicht so schön gewesen. Und da wäre mein Kommentarstil vielleicht auch grottenschlecht gewesen als wie jetzt. Ich werde das Projekt aber, glaube ich, auch nicht alleine immer mal aufnehmen, sondern auch zu zweit mit irgendeiner Person, dass ich so ein paar Themen zum Besprechen habe. Und ja, ich hoffe, ihr feiert das Let's Play, weil das Spiel ist eigentlich so schön. Es kommt ja ein zweiter Teil für das Spiel raus und den will ich, glaube ich, höchstwahrscheinlich auch Let's Playen. Deswegen habe ich mir überlegt, ich bringe das jetzt, weil wenn ich dann mit dem zweiten anfange, bringt sich's nicht viel. Ja. Und, unsere Mutter, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt mehr, leider. Ich habe das jetzt
wieder vollkommen vergessen, weil ich bin ganz aus dem Spiel raus. Ich habe mich jetzt auch leider nicht mehr genau orientiert von dem Spiel oder halt wie wer heißt und so und was auch immer, aber einige Sachen werden uns beigebracht. Zum Beispiel das: Du hast ein kleines Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde geisterlich zu deiner Anzeige hinzugefügt, sage ich mal. Finde weitere Geisterlichtgefäße, um schnell Fähigkeitenpunkte zu sammeln. Ja, und da kommen wir auch zum Fähigkeitenpunkt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie man den einsetzt, aber das wird uns eh noch beigebracht. Auf jeden Fall, ich habe das Spiel sogar mal aufgenommen gehabt, ganz am Anfang. Aber da war halt die Videos, da war alles scheiße. Also ich werde das rauspiepen, aber da war alles schlecht, grottenschlecht überhaupt. Vom Kommentarstil her und so weiter und so fort. Und vom Aufnehmen, da hatte es sogar auch Probleme gehabt beim Anfang. Das war das erste Mal. Aber jetzt so im Nachhinein, glaube ich, jetzt kann ich es natürlich bringen. Jetzt wird es nicht mehr so schlimm sein. Und ich würde dem Spiel einfach, also ich feiere das Spiel schon so, weil ich mag das halt von der Musik einfach her. Das ist der größte Punkt für mich auf jeden Fall. Okay, du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Okay, die Leben da unten, das sind erstmal, also wir haben bis jetzt 3 Leben. Wir können natürlich mehrere Leben auch bekommen später. Und auch Fähigkeiten und das alles. Ich werde jetzt nicht den Part allzu lang machen. Ich will halt nur jetzt nur kurz durchbesprechen, die kleine Story und so. Und ja. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denk daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und ein Spiel speichern kannst. Ach so, eh. Ah, das war das. Weil das wollte ich eh schon öfters machen, aber habe ich halt nicht gewusst, wie es ging. Ach so, okay, und mit Escape kann man sehen, welche Fähigkeiten man hat, wie lange man das schon spielt, die Prozentanzahl, wie oft man gestorben ist, wie viele Herzen, wie viele Energiekugeln man jetzt haben kann und das Restliche weiß ich jetzt nicht. Weltereignis, das weiß ich jetzt auch nicht, aber wir werden alles so oder so kennenlernen. Oh mein Gott. Oh, ich habe mich jetzt voll erschreckt. Oh. Da geht er down. Du hast etwas geistlich gefunden. Wenn du fühlst, erhältst du einen Fähigkeitenpunkt. Okay. Also, ich habe jetzt so getan, als werde ich mich jetzt erschrecken oder so, dass wie ihr das wisst, weil ich weiß, habe die Stelle gewusst, wie ich das erste Mal gespielt habe, habe ich mich sogar auch erschreckt und bin gestorben. Aber ich habe es sogar gewusst, aber der Effekt jetzt, der Soundeffekt, der hat mich schon ein bisschen erschreckt. Deswegen war es jetzt ein bisschen laut für mich auch noch. Und ja. Mal gucken, wo wir hinkommen. Es gibt auch überall Secrets. Und so ein Sinn tippe ich um die. Ah! Ach so, da macht man das. Ah. Ja, da hier ist so ein Fähigkeitenbaum. Erfahrung. Diese Balken zeigen an, wie viel geistlich Ori angesammelt hat. Absolut noch 36, um einen weiteren Fähigkeitenpunkt zu halten. So. Jetzt können wir in die verschiedenen Richtungen, um Ori zu verbessern und um ihn Attacken zu erlernen. Zum Beispiel jetzt Wiedererweckung. Ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abkühlzeit. Also, dass wir halt nochmal öfter speichern können. Geistermagnet. Die meisten Sammelobjekte werden nun von Ori angezogen. Und Flammensalve ermöglicht es dir, 3 Flammen abzufeuern, bevor du nachladen musst. Also, ich weiß es nicht. Das wird mir jetzt nicht viel bringen, weil ich es jetzt noch nicht habe. Deswegen will ich erstmal auf das gehen. Weil magnetisch ist immer geil. Also, wir können da natürlich immer vorgucken, auch so. Und ja, bis am Ende hin, das wird natürlich ein bisschen dauern. Deswegen werden wir auch sehen, wie das geht alles. Drücke, um das Licht aufzusammeln.
Ich spiele das natürlich alles am PC. Das gibt es ja, glaube ich, auf der PS4 auch. Also ich könnte das Spiel auch mit dem Controller spielen. Ich habe ja einen für den PC. Meine Kraft kehrt zurück. Ich bin Sein, das Licht und die Augen des Geisterbaumes. Ist das Navi von Link? Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf deine Reise führen, wenn du das möchtest. Sei still, hörst du das? Sie müssen dir hierher gefolgt sein. Wer? Lol. Wer? Okay. Ich will kurz eingreifen. Wir haben jetzt eine Geisterflamme, wie es steht. Und damit können wir halt angreifen. Ori kann das nämlich nicht. Deswegen mussten wir auch beim ersten Gegner ausweichen. Und deswegen muss ich halt aufpassen, dass ich nicht gleich im ersten Part sterbe, weil ich das will ich nicht. Und was das für Gegner waren, weiß ich auch nicht. Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbaum. In der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein weiter Weg. Oder ein Weg halt. Aber ein weiter Weg in dem Sinne, es sind mehrere Gebiete und ja. Neues Ziel, finde den Geisterbaum. So, haben wir einen Punkt? Ich glaube nicht. Können wir irgendwie zur Karte kommen? Es gibt mehrere Möglichkeiten anzugreifen. Ich wüsste jetzt gerne aber... Achso, mit Tab. Okay. Hier sind wir. Alles, was man... Also zum Beispiel hier würde es, glaube ich, noch runtergehen oder da zum Beispiel. Da gibt es geheime Wege, die wir halt alles erkunden können. Und wir müssen dahin. Also heißt es, wir müssen hier und da hinten entlang. Schätze ich mal. Ich glaube, wir könnten auch wieder hier weiterhin. Aber... Jetzt haben wir 16% erkundet und gesammelt und das Praktische ist hier, wenn du Sachen sammeln willst, ja, weil es gibt auch so, wie heißt das, Fähigkeiten für ihn, die er extra bei bestimmten Orten sammeln muss. Und das heißt halt in dem Sinne, dass er... dadurch neue Sachen erlernt. Zum Beispiel, jetzt will ich jetzt nicht viel spoilern, kann er, sag ich jetzt mal, das ist jetzt nicht allzu tragisch, sag ich mal, aber halt solche Sachen halt. Und das und mehrere Sachen wird er halt auch erlernen. Und es gibt auch verschiedene Gegner, das auch gefährlich ist. Oh, was Neues. Du hast einen Energiesplitter gefunden. Energiesplitter stellen die Energie von uns Osiris, wollte ich schon sagen. Das ist von Destiny. Aber, nee. du hast eine Energiesplitter gefunden. Energiesplitter stellen die Energie von Oris Energiezellen wieder her. Also das? Oder was? Schätze ich mal. Und die Reichweite vom Ding reicht dabei vom Gegner. Au. Alles klar, also sind wir doch im ersten Video gestorben, was ich nicht erreichen wollte, aber das Spiel anscheinend mir nicht zu, also es nicht zugelassen hat, dass ich nicht sterbe. Egal. Was das jetzt war, war auch lächerlich, weil ich habe eigentlich den Angriff gar nicht gesehen von dem Gegner. Aber ja. Ich wollte eigentlich das da oben zerstören, deswegen. Das da. Aber anscheinend kann man das nicht zerstören. So. Ich will jetzt nicht viel im ersten Video machen. Ja moin. Fähigkeitenbaum. Aber... Geisterportale sind uralte Bauwerke, die benutzt wurden, um schnell durch ganz Nibel zu reisen. Das Licht der Geisterportale kann auch deine Kraft wiederherstellen, wenn du einmal erschöpft bist. Also sozusagen wie in Zelda so ein Heilbrunnen oder sowas, wo so Feen sind. So wie Spiel zu speichern.
ist praktisch und halt, wie gesagt, kann ich mich halt heilen. Und da zum Beispiel kann ich jetzt nicht rauf, da werden wir auch Fähigkeiten immer erlernen. Aber das Spiel ist jetzt, glaube ich, schon, oh, ich weiß jetzt nicht, wie alt es ist. Also hier steht es jetzt auch nicht und wir spielen auf den Schwierigkeitsgrad normal, weil ich halt nicht leicht oder extrem oder schwer halt will, weil ich kein Profi bin. Und wir spielen gerade 21 Minuten, also so kann ich auch Aufnahme testen. Aber ja. Gucken kurz Karte, ob wir was verpasst haben. Nee, nur da. Oder. Aber da können wir halt noch nicht hin. Also wie gesagt, so Sachen und so werden wir alles freischalten. Und wenn ihr überhaupt das Projekt feiert und überhaupt sehen wollt, ist ja die Sache von euch. Weil ich weiß ja nicht, ob euch überhaupt das Projekt gefällt. Und ich spiele das jetzt nur so zum Fun. Also ich spiele das Spiel höchstwahrscheinlich so oder so, weil ich das Spiel einfach feiere von der Musik, vom Gameplay und überhaupt vom Aussehen her. Es ist einfach göttlich. Und deswegen würde ich halt das gerne Let's Playen und ich hoffe, es gucken wirklich einige Leute zu und da oben ist ein Gegner. Ja, moin. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mit dem Schaden. Ja, wir schlagen jetzt drei Schläge auf einmal. Deswegen würde ich halt sagen, wir enden an diesem Punkt, an dieser Stelle und werden halt dann im nächsten Part den Baum, schätze ich mal, erreichen. Weil das vom Bild her jetzt ein Baum ist. Ich weiß jetzt nicht, wo wir hin müssen. Ich habe schon wieder alles vergessen. Aber ich will jetzt nicht drum viel darum labern. Deswegen will ich euch sagen, ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Ich habe jetzt in dem Video wirklich ein bisschen kacke erklärt alles und sowas. Ich weiß. Aber es wird sich, glaube ich, im nächsten Part wieder ändern. Da werde ich vielleicht irgendein Thema finden oder so, worüber ich reden kann. Und ja, dann hoffe ich euch hat das Video jetzt trotzdem gefallen. Und dann werden wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wiedersehen. Dann bis später, euer Peter. Ciao.